Ja, wir suchen hier den größten gemeinsamen Teiler dieser drei Zahlen. Zuallererst zerlegen wir diese Zahlen wieder in ihre Primfaktoren. Beginnen wir mit der 24. Und zwar lässt sie sich zerlegen zum einen in die 2 mal die 12. In der 12 steckt unsere 2 noch einmal drin, und zwar 6 mal. Und die 6, die lässt sich zerlegen in 2 mal die 3. Die 36, wenn wir die wieder zerlegen, erhalten wir einmal die Zahl 2, und zwar 2 mal die 18. Die 18 zerlegt sich in 2 mal 9 und die 9 wiederum in 3 mal die 3, und die 3 ist eine Primzahl. Und zu guter Letzt die Zahl 52. Hier steckt die 2 auch drin, und zwar in diesem Fall 26 mal. Die 26 lässt sich zerlegen in 2 mal die 13. Und die 13, das ist schon eine Primzahl. Das bedeutet, wir wären hier durch. Und jetzt, um den größten gemeinsamen Teiler zu finden, beginnen wir hier oben einfach. Wir nehmen uns diese 2 vor. Schauen, ist die in der 36 genauso enthalten? Jawohl, hier können wir sie wegstreichen. Bei der 52 ebenso. Das bedeutet, die 2 wird notiert. Die nächste 2, steckt die in allen drei Zahlen drin? Das heißt einmal hier und einmal hier. Das passt auch. Wir hätten noch eine 2, doch die steckt in der 36 nicht mehr drin und in der 52 genauso wenig. Die 3 wäre hier noch mit vertreten, aber hier nicht mehr. Das heißt, wir sind hier eigentlich fertig. 2 mal 2, das ist nichts anderes als 4, und das bedeutet, die 4 wäre unser größter gemeinsamer Teiler.